Hallo liebe Kinder, heute möchte ich euch was zum Taufkleid erzählen. Das Taufkleid habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist Kinder, die getauft werden, nach der Taufe angezogen bekommen. Das Taufkleid hat bei uns eine ganz besondere Bedeutung. Erstmal möchte ich euch eins zeigen. Ein Taufkleid, beziehungsweise eher ein weißes Gewand, so wie auch ihr es bei der Erstkommunion tragt, hat bei uns eine besondere Bedeutung. Nämlich, ihr seht, es ist strahlend weiß. Weiß steht bei uns für Reinheit, für neu geschaffen. Und so, wie man bei der Taufe, durch die Taufe rein wird, wie neu geschaffen wird, so hat auch das Taufkleid die Symbolik von dieser Reinheit. Und das Taufkleid hat aber auch noch eine andere Bedeutung. Nämlich, dazu hören wir im Brief an die Galater von Paulus, nämlich folgendes Bibelwort. Seid alle durch den Glauben Kinder Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Das weiße Kleid symbolisiert eben auch dieses Symbol, dass der Mensch Christus anzieht, der Mensch, der getauft wird. Zum Abschluss möchte ich gerne noch mit euch ein Vaterunser beten. Beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Tschüss.